So, ja, ich grüße euch. Ich bin wieder in Vader Immortal 3 und wir spielen direkt einen Lightsaber Dojo. Ihr schaut Feuerballs und ich bin's, euer Toxic. Ja, das Ding soll richtig gut sein, das Dojo 3 mit Blaster und so Blitze außer Hände, habe ich jetzt gelesen bei uns in der Facebook-Gruppe. Danke für den Tipp. Und da habe ich mir gedacht, komm, mach deinen Laptop zu und dann schaust du direkt mal rein. Ja, eigentlich wollte ich ja erst das zweite Dojo zu Ende spielen und nicht mischen, aber das hat mich deutlich zu sehr gereizt. Use the Force. Ja, mache ich sofort. Ich wollte halt mal gucken. So, das sieht okay aus, ne? Hinter mir ist alles offen, okay. Da sind Blaster. Okay. So. Und die Blaster sehen übrigens richtig gut aus. So, ich schmeiß die wieder rein. Okay, sind sie weg? Sind da auch noch welche? Da sind Granaten, guck mal. Okay. Also hier kann man jetzt richtig Wumms machen, ne? Ja. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Jetzt weiß ich gar nicht, ob ich auf 360 Grad gespielt habe. Ich muss noch mal kurz ins Menü. Ja, okay. So, Settings. Wo haben wir es denn? Menü, nein. Okay, ich muss noch einmal schauen. Locomotion, Example, Sitting, Standing. Ach da. 360 Grad Mode machen wir natürlich dann aus. Kennt ihr? Und dann spielen wir jetzt die erste Runde, ne? Okay. Und Rewards, was gibt es? Es gibt wieder Gloves, Zebras und Datapads. Okay, keine Ahnung, was Datapads sind. Okay, haben wir mal reingeguckt. Ihr wollt sehen, wie ich spiele, ne? Machen wir. So, jetzt lädt er nochmal, ne? Miep. So. Ja, der Sound, der fiebt zwischendurch so ein bisschen. Also das Ding läuft nicht ganz rund, ne? Technisch, ne? In der Kampagne hatte ich ja auch einen Glitch. So. Jetzt schauen wir nochmal. So, hinter mir sind die Blaster und die Granaten und da ist das Schwert. Und fangen wir an. Okay, ich muss die Grifftaste wirklich festhalten. Okay, wir schauen mal, was da passiert. Okay. Okay, da sind jetzt echt Soldaten. Wie geil ist das denn? Okay, man trifft die noch nicht so richtig. Alter, wie geil ist das, ehrlich? Hallo! Alter, in der ersten Runde, Leute. Okay. Also der zweite Dojo, der war ja wirklich total simpel. Hatte ich ja damals auch gedacht. Hallo? Was jetzt? So. So. Jetzt nochmal. Und jetzt müssen wir ein bisschen gucken. Man sieht gar nicht, wo die herkommen, ne? Okay, so, auf ein neues. Okay, so. Ich höre was, aber ich sehe nichts. Da oben. Okay. So. Okay, man muss wirklich. Zack, das ist echt geil. Okay. So. So. Komm her, du Vogel. Und neun Blaster. Leute, die gehen aber lange, ne? Und das ist nur gerade mal die erste Runde. Okay, voll ins Gesicht. So muss das. Also ihr müsst wirklich auf das Geräusch hören, wenn die, bevor die schießen, ne? Okay, was kommt denn dann noch? Hallo? Wo ist denn was? Ich sehe nichts, ich höre nichts. Hallo? Die Zeit läuft runter und es passiert nichts. So, woran sehe ich eigentlich, wie voll die sind, außer gar nicht. Hallo? Was ist denn das hier? Kann man den noch schmeißen wieder? Jo, schmeißen kann man den auch wieder. Ja, ich weiß nicht, hier ist nichts. Das wieder ein Bug ist, was hinter mir. Ich habe keine Ahnung, die Uhr läuft runter. Okay. Ja, und jetzt? Leute, das ist wieder ein Vorführeffekt. Oder was habe ich hier? Ja, das ist schön, wenn man ein Video dreht und es funktioniert nichts. Okay. Starten wir die Runde neu. Was soll ich machen?
Ja, sie merkt, also es ist ein bisschen buggy, ne? Ich glaube, dafür müssen noch ein, zwei Updates dran, damit das richtig rund läuft. Aber okay, ich wollte eh nur kurz reingucken ins Dojo, was es alles Neues gibt. Und es macht auf jeden Fall jetzt schon Bock wie das, mehr Bock wie das zweite. Und das geht echt gut von der Hand. Also das muss ich sagen, mit der Macht und so. So. Jetzt gucken wir mal, ob wir jetzt weiterkommen. Also. So. Okay. Hallo? Habe ich ihn nicht geschafft? Und zack. Ich weiß nicht, wo. Hallo? Ich habe was gehört. Und? Also ist schon richtig geil, wenn man uns Flow kriegt. So, jetzt hat er es auch genommen und erste Runde geschafft. Aber das kommt jetzt von allen Seiten. Also es ist echt schwieriger wie bei den anderen Dojos. Aber das bockt ja richtig, also ehrlich. Und das geht echt fluffiger von der Hand wie in der Kampagne. Muss ich ganz ehrlich sagen. Na gut, ein Stern oder ein Dojo-Zeichen, was immer es ist, egal. Ich habe jetzt schon gar keinen Bock mehr von Episode 2 das Dojo durchzuzocken, ganz ehrlich. Und erwischt. Was hätte so gedacht, ne, Kollege? Zack. Okay. Das finde ich einfach nur geil, wenn diese Waffen da durch die Luft fliegen, ne, und so. Und jetzt geht's nicht. Okay, jetzt wollte ich ein bisschen hier auf Show machen. Doch, geht. Okay. Das ist schon geil, ehrlich. So. Ja, man sollte auch irgendwann Blitze bekommen, je mehr man hier mit der Macht macht. Da bin ich echt mal gespannt, ob ich das hinbekomme. Wieder nur ein. Aber ich finde das echt geil mit den Sturmtruppen, ne? Das hat echt so richtig jetzt Star Wars Feeling. Okay. Ins Gesicht. Komm her. Ich hab verloren. Okay, ich wollte zu viel Faxen machen, ne? Ich hab's geschafft. Okay. Wir probieren mal das. So. Mal gleich eine Granate probieren, ne? Ich vergesse immer, dass die da auch noch sind. Okay, mach. Ja, komm, mach. Ja. Ich habe ganze 12 geschafft. Aber da kommt man weiter, ne? Da hatte ich doch damals im ersten Dojo bei 40 so lange rumgeeiert. Okay. So. Wo kommen denn welche? Die können wir noch aus dem zweiten. Und? Komm mal her, du. Und zack. Und?
Jetzt habe ich eine Granate und kann ich damit anfangen. Und zack. Okay, dann machen wir so. Buff. Okay, nächste Runde nochmal mit Granate, ne? Zack. Ja, komm. Ja, ist doch okay. So, zwei. Zack, und die Nummer 5. So, wo kommt jetzt jemand? Jetzt möchte ich jemanden mit meiner Granate hier. Zack. Ja gut, das bringt natürlich gar nichts. Ich finde das so geil, wenn diese Viecher so nah vorne sind. Da sind keine Waffen, okay. Wenn die nur pro Runde wieder aufgeladen? Die wurden auch nicht aufgeladen, ne? Hey. Green Dual Wild, okay. So. Ja, das ist ein bisschen viel, ne? Das war bei den anderen Dojos nicht so viel. Ja, So, machen wir noch einen und dann sollte das eigentlich lang für den ersten Eindruck des Dojos. Ja, das macht richtig Laune, wie gesagt. Gefällt mir richtig gut, wie da so ein Unleashed. Keine Knarren, warum nicht? Ey! Okay, in der Luft. Hallo. Und? Hallo? So? Oh, nein, da. Also, es ist relativ einfach zu treffen. Okay, zwei. Hallo? Ich habe mein Schwert wieder. Okay. Und? Auch wieder zwei. Also langsam kriege ich so ein bisschen den Dreh, ne? Und das war doch gut, Leute. Komm her. Nicht geschafft, okay. So. Man kann gar nicht aufhören. Do or do not, there is no try. Okay. Best 101. Okay. Gib mir mal so einen Blaster. Schon wieder unleashed, okay. Wieso keine Blaster, Leute? Komm, mach. Okay. Okay. Und geschafft. Thank you.
Okay. Ich vergesse ja mal, dass ich auch noch so die Macht habe. So. Ja, es sollte lang, ne? Erstmal so ersten Eindruck und dann wird das Video wieder so lang und spiele ich natürlich weiter. Okay. Gar keine Sterne, okay. Also ziemlich mies. Nein, komm, wir gehen raus. Dann spiele ich wieder bis, weiß ich nicht. Okay, das waren die ersten 7 Runden und zack. Und ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Und ich spiele das Ding natürlich weiter, macht auf jeden Fall riesen Bock. Also beste Dojo von allen drei, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ja, kauft euch das Ding. Also der Dojo, der macht, wie gesagt, richtig Mehrwert für die dritte Episode. Aber die dritte Episode war ja auch gut. Besser wie die zweite für mich persönlich. Und macht ihr nichts falsch. Gut, dann lasst mir ein Däumchen da, würde mich freuen. Ich spiele das Ding natürlich weiter. Das war ein erster Eindruck von dem Dojo, damit ihr mal kurz reingeschaut habt. Und ich auch. Und ja, dann bis zum nächsten Video. Euer Toxic. Bye.